Hallo, ich bin Josie vom Crop Magazine. In der aktuellen Dubox dreht sich ja alles um das Thema Festival. Und dazu habe ich für euch heute ein kleines Haartutorial mit einer super süßen kleinen Flechtfrisur, die euch nicht nur die Haare aus dem Gesicht nimmt, sondern eben auch ganz, ganz fix zu machen ist. Los geht's, indem ihr euch einfach erstmal einen Mittelscheitel zieht. Ich habe schon einen. Der muss gar nicht besonders akkurat sein. Der kann ruhig locker sein und muss auch nicht so ganz gerade sein. Wichtig ist es dann, dass ihr einfach die Haarpartien teilt, als würdet ihr euch zwei ganz normale Zöpfe machen und der Scheitel quasi auch am Hinterkopf einigermaßen ordentlich sitzt. Dann nehmt ihr eine der Partien und flechtet euch ganz normal, wie ihr es sonst auch machen würdet, einen Zopf. Den könnt ihr relativ eng oben am Hinterkopf ansetzen, weil ihr den nämlich gleich noch ein bisschen aufzupft und er dadurch erstmal so ein bisschen anliegen muss, damit ihr nachher nicht alles direkt rausrutschen habt. Wenn oben am Oberkopf nicht alles so 100% perfekt ist, ist das eigentlich genau das, was wir wollen. Es soll nämlich locker aussehen und nicht zu perfekt. So, unten fixieren einmal und dann wird hier so ein bisschen dran gezupft, um dem Zopf so ein bisschen so einen wilderen Look zu geben und auch so ein bisschen Volumen einfach reinzubringen. Dadurch könnt ihr das Ganze einfach lockerer, cooler und moderner machen und diese Gretel-Frisur, die es ja letztendlich ist, nicht so spießig aussehen lassen. Also ordentlich zupfen, kann ruhig auch ganz wild werden. Als nächstes nehmt ihr den Zopf, dreht ihn einmal in sich, legt ihr das Ende vom Zopf einfach hoch auf euren Scheitel und steckt ihn mit einer Haarklammer fest. Was dann noch so ein bisschen den Zopf verdeckt, könnt ihr einfach unten drunter schieben. Wie gesagt, es muss nicht zu perfekt aussehen. Erste Seite ist fertig. Eigentlich folgt jetzt nur die zweite und die wird eigentlich ganz genauso gemacht. So, zweiter Zopf ist geflochten und die gleiche Prozedur. Einmal nach oben legen und feststecken. Natürlich sind die Zöpfe jetzt nicht verbunden, so wie man sich das eigentlich bei so einem Gretel-Zopf vorstellt. Aber weil wir es relativ locker gemacht haben, können wir einfach die Enden der Zöpfe nehmen und so ein bisschen zwirbeln. Und ehe man sich versieht, sieht es aus, als ob es einfach weiter geflochten wäre. So. Am Ende ist es eigentlich nur noch so ein bisschen Feinarbeit und da ist auch jeder irgendwie selber so ein bisschen gefragt, was er schön findet, wie er es mag. Man kann den Pony, der bei mir zum Beispiel jetzt rauswächst, auch einfach mit unter den Zopf stecken, wenn man wirklich das Haar aus dem Gesicht haben möchte. Oder man kann auch einfach ein paar Strähnen locker lässig irgendwie fallen lassen. Das ist dann einfach euch überlassen. Was ich noch ganz schön finde, ist, wenn man nochmal so ein bisschen auch den Hinterkopf so ein bisschen Volumen gibt. Weil eben einfach dann alles so ein bisschen lockerer und ungezwungener und halt auch so ein bisschen, ja, mädchenhafter aussieht. Das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch vielleicht ein bisschen inspiriert, was ihr selber mit euren Haaren nochmal anstellen könnt, außer dem 0815 Pferdeschwanz. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da oder liked es oder teilt es. Wir freuen uns auf euer Feedback und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann! Vom August dreht... Nee, warte mal. Oh Mann. Au. Mann, mein Anfang war so schön. Mann. Ich hab mich gestoßen.